ostthüringische Metropole Gera nimmt unter den Partnerstädten Nürnbergs eine Sonderstellung ein. Sie ist die einzige, die in Deutschland liegt. Schon 1988, als noch die DDR existierte, wurde ein Städtepartnerschaftsvertrag unterzeichnet. 120.000 Einwohner zählt die fast 800 Jahre alte Stadt heute. Aus einem kleinen Residenzstädtchen entwickelte Gera sich im 19. Jahrhundert zu einem florierenden Zentrum, vor allem der Textilindustrie. Von dieser Blütezeit zeugen noch heute der Marktplatz mit seinen sorgfältig restaurierten Häusern sowie manch anderes architekturhistorisches Schmuckstück. Nach dem Zweiten Weltkrieg gewannen Maschinenbau und Elektronik an Bedeutung. Doch der Zusammenbruch der DDR und die Wiedervereinigung bedeuteten für Gera einen tiefgreifenden Einschnitt. Viele Industrieanlagen mussten schließen. Jeder fünfte Einwohner wurde arbeitslos. Doch mit der Zeit lässt sich ein Aufwärtstrend beobachten. Die trostlosen Plattenbauten von Klein Leipzig werden saniert, alte Bürgerhäuser restauriert und die rege Bautätigkeit verheißt, dass ein Hauch vom vielbeschworenen Aufschwung Ost auch Gera erreicht hat. Thank you.